Fuß auf meinem Kanal und heute möchte ich euch doch mal wieder ein kleines Update geben, wie es hier eigentlich bei uns zurzeit um die Anlage besteht. Aber bevor ich dazu komme, hat mir der Martin, der ja beim Preisausschreiben gewonnen hat, Fotos geschickt. Und hier werdet ihr jetzt erstmal sehen, was denn der Martin da geschenkt gekriegt hat von mir. Das waren nämlich die modernen Streusalzbehälter, die man heutzutage so auf den Bahnsteigen etc. findet. Ja, schaut euch doch mal die Fotos an und danach gibt es hier ein kleines Update über die Anlage. So, dann wollen wir jetzt mal die Anlage abgehen und einige Sachen. Es ist leider dieses Jahr nicht allzu viel geschehen, weil wir terminlich da nicht wirklich voneinander gekommen sind. Entweder hat unser Arbeitgeber uns gerufen oder wir hatten untereinander keine Zeit. Deswegen ist so das eine oder andere länger liegen geblieben. Viele Sachen sind auch nur unter der Anlage im elektronischen Bereich entstanden, aber dazu komme ich gleich. Ja, fangen wir doch einfach mal hier im Norden an. Hier im Industriebereich hat sich eigentlich nichts getan. Da steht jetzt noch der Kran, der da eigentlich nicht hingehört. Aber das liegt daran, weil ich hier im Norden im Moment ein bisschen was mache. Ja, hier sehen wir Mittelstadt Nord, den kleinen Bahnhof. Und wie ihr seht, wurde hier ein wenig was gemacht. Zum einen ist der Bahnsteig nochmal neu angeglichen worden. Es sind Unterführungen eingebaut worden. Die ersten Turmmasten stehen und die ersten Signale wurden gesetzt. Wie ihr jetzt mal zum Beispiel da sehen könnt. Der Winkel passt leider nicht, dass ihr das jetzt richtig sehen könnt. Des Weiteren, deswegen habe ich auch hier in letzter Zeit immer die Gebäude wegnehmen müssen und der Kran steht noch da im Industriegebiet Nord, baue ich hier gerade ein neues Fabrikgebäude. Aus Jusro-Teilen mit Bastelpappe zusätzlich und das werden nachher mal zwei recht große Gebäude. Des Weiteren sind auch hier in der langgezogenen Kurve schon mal provisorisch die ersten Masten gesetzt worden für die Oberleitung. Und gestern haben auch hier die ersten Hauptsignale ihren Einzug gefunden. Das sieht dann jetzt schon mal so aus. Auch konnten die Fahrzeuge hier wieder in die Richtungsgruppe rein. Aber hier hat sich in dem Sinne nichts getan. So, ich wechsle mal auf die andere Seite der Brücke und dann geht es gleich weiter. Ja. Hier in diesem Bereich hat sich landschaftlich eigentlich nichts getan, wenn ich mich noch so recht entsinne nach dem letzten Update. Es sieht zurzeit ein bisschen chaotisch aus, weil überall ein bisschen was gemacht wird. Hier liegen die Signale rum, da müssen noch Kabel angelötet werden, da steht die Lötstation. Noch mehr Signale. Ja, da geht es jetzt so langsam voran. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel eine Werkstatt von Modellbahnunion, die ich mal zwischendurch gebaut habe. Das ist ja unsere selbst kreierte Werkstatt. Da muss das Dach jetzt mal langsam gerichtet werden.
In dieser Ecke hat sich auch landschaftlich was getan. Zum Beispiel ist jetzt der Postplatz fertig und es wurde geschottert. Ja, hier im Bahnhof und in der Einfahrgruppe hat sich eigentlich nichts getan, außer dass die Drehscheibe endlich ihren Platz gefunden hat, nachdem sie jetzt digitalisiert ist und einen Vorlabermotor bekommen hat. Ja, und auch schon ihre ersten Runden gedreht hat. Das heißt also, es kann demnächst mal losgehen mit den Strahlengleisen und so langsam das Baby entstehen. Die größte Erneuerung, die es bei uns eigentlich gibt, befindet sich hier unter der Anlage. Wir haben nämlich die Zentrale geändert. Wir haben jetzt eine TAMS MC2. Dementsprechend Booster und Splitter auch getauscht. Da unser Stromverbrauch doch enorm gewachsen ist, wegen den rückwirbelnden Achsen, haben wir das Ganze noch mehr auseinandergesplittet. Und das sind natürlich so Arbeiten, die man nicht sieht, aber sehr zeitintensiv sind. Das BW in Kleinach habe ich, glaube ich, letztes Mal schon vorgestellt. Ihr könnt das noch mal sehen. Und ist ja auch in den letzten Videos eigentlich öfters aufgetaucht. Dann sind hier jetzt auch die ersten Signale in Betrieb gegangen. Und so geht es jetzt nach und nach mit den Signalen auch weiter. Die werden jetzt demnächst gemacht. Und hier ist soweit aber auch nichts weiter landschaftlich verändert worden. Ja, wie ich es ja schon mal sagte, der größte Teil ist eigentlich bei uns zurzeit elektronisch gemacht worden. Das heißt, wir haben unsere Bauteile, die wir ansonsten als Decoder hatten, sind alle ausgebaut worden, gegen unsere Selbstbaudecoder ausgetauscht worden. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die wirklich sehr zeitintensiv war. Aber das ist soweit jetzt zum größten Teil abgeschlossen, noch nicht lange, noch nicht alles. Und naja, wir können jetzt in dem Sinne viel mehr machen. Alleine schon, dass wir jetzt über 340 Rückmelder haben. Das heißt also wirklich durch die stromführenden Achsen immer verfolgen können, wo sich der Zug befindet, wo eventuell was stehen geblieben ist, im Schattenbahnhof, auf den Weichen, es sei egal wo auf der Anlage, es ist immer verfolgbar und kann so vieles verhindern, dass man mal irgendwas übersieht und wir sind dem Original schon sehr nahe gekommen. Ja, das Problem, was wir jetzt im Moment haben, was wir gestern festgestellt haben, wir haben ja die aktuellste Train Controller Gold Version und die Rückmeldung zwischen der MC2 und Train Controller funktioniert nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen, geschweige denn, die Rückmeldung kommt bei der MC2 an, das ist verfolgbar, aber nicht im Train Controller. Das heißt also auch hier, wenn ich einen Schalter auf den Stellpult drücke, MC2 registriert es, Train Controller leider nicht. Wenn einer von euch da zufällig dasselbe Problem mal hat oder hatte, bitte schreibt uns gerne eine E-Mail
und vielleicht kann man sich da austauschen. Unser Timo wird jetzt auch noch mal im Forum da nachforschen, damit wir dieses Problem gelöst kriegen und alles nachher dann auch wirklich zu unserer besten Zufriedenheit funktioniert. Das wäre es dann aber auch für heute schon gewesen. Und ich sage dann euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Und denkt immer dran, Daumen hoch, gerne Kommentare. Das hilft, damit der Kanal weiter oben bleibt. Dankeschön, bis demnächst. Ciao, ciao.